Herzlich willkommen zu diesem erneuten Video! Womöglich kennen die ein oder anderen von euch diese Jelly Beans. Und nein, wir machen heute keine Jelly Beans Challenge. Ich will einfach nur mal kurz hier live eine essen. Eine Jelly Bean. Essen. Jetzt. Also, wir nehmen einfach direkt eine raus. Hier, pipapau, das muss schnell gehen. Das ist Tutti Frutti oder stinkende Socke. Hier, let's do this. Stinkende Socke. Easy. Irgendwer muss ja testen, ob die jetzt nach stinkende Socke, nach Kotze oder nach Gras schmecken. Und mit Gras ist halt gemähtes Gras gemeint, ja? Aber wie gesagt, heute geht es nicht um die Jelly Beans, sondern um Sprachnotizen von YouTubern und von Abonnentonioses. Seib haut direkt die erste Sprachnotiz raus. Hau rein, Seib. Lieber David, ich wollte schon immer mal sagen, auf einem gefakten österreichischen Akzent, dass du eine Missgeburt bist. Alles klar. Abonnier mich. Jordan, um dich wird nicht geworben. Bruh. Übrigens, Gordon heißt er gar nicht. Der heißt eigentlich Jordan. Und viele von euch werden sich jetzt über den Jordan gedacht haben. Hä? Ist der dumm? Ja, und das habt ihr euch vollkommen zu Recht gedacht. Denn Jordan ist einfach nur nice. So, der Ali. Was geht ab, Leute? FIFA-Beat hier am Start. Tschüss. Was geht ab? FIFA-Beat ist am Start. Tschüss. Ali, dir wollte ich immer schon mal sagen, du wirst dein ganzes Leben lang versagen. Zweite Sprachnotiz vom Ali. Was geht ab, Leute? Hier ist Ali und ich muss euch sagen, ich mag Schwäne, Simeon nicht und ich mag Ziegen und Simeon nicht. Die Frage ist, wer ist Simeon? Simeon. Könnte das vielleicht der gute alte C-Max sein? Wir wissen jetzt also, C-Max mag keine Schwäne und keine Ziegen. Die Frage ist, mag Simeon überhaupt irgendetwas? Halt, was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Kann C-Max Gefühle empfinden? Ist C-Max eine Person? Oder ist C-Max nur ein Roboter? Oder ist C-Max ein herzloser Mensch? Ein Mensch ohne Seele? C-Max, schreib's in die Kommentare. So, Marco von FIFA Natik. Ich soll dir was sagen, ne? Mach ich aber nicht. Ciao. Danke Marco natürlich, dass du nichts gesagt hast. Ich fand es eigentlich ganz lustig, aber irgendwie wollte ich dann doch nicht lachen. Weil ich finde, lachen sollte man nur über etwas, das auch lustig ist. Und da haben wir auch schon den C-Max, über den wir vorher geredet haben, den gefühlslosen C-Max. Bin ich jetzt auch im Video? Abonniert C-Max. Ja. Okay, anscheinend geht auch allgemein irgendwie so der Trend herum, dass man sowas sagt wie... Also ich weiß jetzt eigentlich nicht, von welchem YouTuber das kommt oder woher dieser Trend halt eben kommt. Und da haben wir den ersten Typen auf Snapchat und das ist der gute Niklas. Jo Leute, kennt ihr diesen Hans in der Drehmoment? Wenn ihr einfach mit einer frischen Mistgeburt im Raum sitzt, Alter. Nee, kann ich eigentlich nicht. Der Matix U. Was geht ab, Freunde? FIFA Stars hier. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Und da haben wir den Phil. Was ist dein Lieblingsverein? Noch eine Frage, wie lange spielst du schon Fußball? Mein Lieblingsverein ist auf jeden Fall 12 Jahre und ich spiele schon seit FC Bayern München Fußball. Und da haben wir den guten Miles Neumann. Moin FIFA-Wester, ich wollte nur sagen, dass ich deine Videos echt cool finde. Ich bin zwar noch nicht lange dabei, aber gefällt es mir schon richtig, ich mache richtig coole Videos und mache weiter so auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mal eine nice Sache, würde ich sagen. Dankeschön. So, dann haben wir die Nummer 111. Und ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, was auch schon wieder mit dem heutigen Video. Lasst gerne eine positive Kommentarbewertung in der Beschreibung da. Heute war ich mal nicht so lustig drauf. Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich extrem übermüdet bin. Schlaf ist für mich echt ein Fremdwort. Ihr könnt mich natürlich auch gerne noch bei Snapchat abchecken. Dort heiße ich einfach FIFA Allstars. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auch schon wie immer... FIFA Stars.